Jawohl und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Subnautica. Und da machen wir weiter an dieser Stelle und werden gleich nochmal runter in die Höhle gehen. Ja, und dann werden wir uns dort mal umschauen, was wir dort so finden werden. Dort wurde es auf jeden Fall ganz schön dunkel und wir haben keine Taschenlampe mit. Und da sollten wir vielleicht mal nochmal gucken, ob wir vielleicht eine craften können. Hier nicht, okay. Ausrüstung. Kompass, Thermometer, Kreislauf. Was? Kreislauf, Tauchgerät. Verbrauche weniger Sauerstoff in größeren Tiefen. Okay. Nein, hier ist keine Taschenlampe. Doch hier, Silikon brauchen wir. Und Silikon haben wir hier was an Bord. Ich glaube, für Silikon brauchen wir zweimal Dingens. Das haben wir zufällig. Ich komme mir so klein vor, wenn ich hier an diesen Fabrikator anschaue. So, da haben wir einmal Silikon. Und dann wollen wir daraus nochmal eine Taschenlampe machen. Jetzt habe ich mir vergessen, wo die war. Hier. Jawohl. So, das hätten wir. Und den Rest, können wir das hier noch mit reinpacken? Ist da noch Platz? Jawohl, das kann noch mit rein auf jeden Fall. Das könnten wir dann bei Zeiten trinken. Das können wir jetzt eigentlich schon trinken. Da haben wir 99%. Wunderbar. Und die Taschenlampe rüsten wir mal aus anstelle des Signals, wenn das geht. Okay, es geht nicht. Dann können wir das Signal hier lassen. Aber nehmen wir lieber sowas mit. Genau. Können wir dann die Taschenlampe dort rein? Auch nicht. Auch nicht. Hey, hey, hey. So, vielleicht über Trick 17. Ja. Gut, warum nicht? Dann machen wir es halt so. Und dann gehen wir nochmal nach unten. Jetzt zeige ich... Habe ich jetzt vergessen, wo das ist? Oder... Warte mal, hier ist das... Unser Schiff. Ich glaube, das war hier. Guck mal, ja genau, da ist das Steinchen. Alter! Sind die wieder da? Nein. Die sind tatsächlich wieder da, die Viecher. Oh, schnell, 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 schnell. Oh. Ich dachte, es erwischt uns nicht mehr. Oh je, wir brauchen dringend mehr Leben. Wieso sind die wieder da? Ah, nein. Ich habe noch nicht mal das Spiel unterbrochen oder so. Also, ich habe eigentlich nur ganz kurze Aufnahmepause gemacht, habe Escape dafür gedrückt und das war's. Und dann weiter aufgenommen. Tja, wir brauchen Hells. Warte mal, wo kriegen wir das denn her? Medipack, Winderanke und Chlor brauchen wir. Chlor, okay, haben wir Salz mit? Ja, wir haben Salz mit. Okay, da können wir zweimal Chlor herstellen. So. Da hätten wir schon mal Chlor, dann brauchen wir nur noch Winderanke. Achtmal insgesamt. Da wird es gerade Nacht draußen. Aber wir bleiben jetzt trotzdem hier. Ich will mich hier mal umschauen. Die Frage ist, wo wir jetzt die Winderanken hier finden. Ich kenne mich doch hier jetzt gar nicht aus. Ich glaube, das ist ein komplett neues Gebiet. Ich glaube, hier waren wir noch nie. Guck mal, da haben wir Quarz auf jeden Fall. Das nehmen wir mit. Quarz können wir immer gebrauchen. Ah doch, kommt mir das bekannt vor? Ich weiß es nicht. Waren wir hier schon mal? Also hier gibt es zumindest nichts mehr mitzunehmen. Also von daher denke ich mal, dass wir hier schon mal waren. Und da hinten sehe ich doch schon die Winderanken. So, da gehen wir mal dort ran. Dann können wir mal zwischendurch... Warte mal, komm mal ran hier. Wo ist er denn? Junge? Da. Nicht wegschwimmen.
So, dich hätten wir. Und hier vielleicht dich auch nochmal. Wir schwimmen auch gleich zu den Winderanken. Aber erstmal ein bisschen was zu essen. Jawohl. So, wo haben wir denn jetzt die Winderanken? Jetzt habe ich schon vergessen. Alter, da hinten. Da sind sie. Guck mal, hier haben wir nochmal Quarz. Das nehmen wir auch nochmal mit. So. Und hier sehe ich auch nochmal einmal Quarz. Sogar zweimal Quarz. Das nehmen wir auch mit. Und da sind... Wo ist er? Da. Jetzt treibt der über dem Wasser. Schnell weg hier. Leg mal das aus der Hand. So, wir haben ihn, glaube ich, abgehangen. Dann nehmen wir das Quarz mit. Aber wir wollen die Winderanken haben. Ist hier irgendwo einer? Ich sehe vor allem so wenig. Uah. Ja, da ist irgendwo einer. Okay, da war einer. Puh, was haben wir denn hier? Aber ich will ja trotzdem die Winderanken haben. Die brauchen wir. Da hinten sind sie. Vor allem sind da gleich zwei auf einmal. Habt ihr keine anderen Hobbys? Und ich glaube, der hat uns gesehen. Junge. Ich mach gleich kurz einen Prozess mit dir. Da hat er einen Zahn verloren. Noch einen. Komm her. Wo ist er denn? Wo ist er? Ist er schon tot? Nein, er lebt noch. Glaube ich. Komm mal her, Dicker. So, jetzt ist er tot, glaube ich. Jetzt müssten wir hier vielleicht kurz Ruhe haben. Na, oder auch nicht. War. Wie viel Leben haben wir noch? Ich habe Angst. Wir haben nur noch 14% Leben. Schnell weg hier. Alter. Haben wir genug Winderanken? Drei Stück natürlich. Genau eine fehlt. Wir brauchen eigentlich viel mehr noch. Ich glaube, der da ist tot. Der dort lebt bestimmt noch. Ich will doch nur ein paar Winderanken haben hier. Komm. Ah. Komm mir nicht zu nah. So, wir nehmen mal das normale Messer dafür. Und weg. So, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Schade, hätten wir noch eine weitere, dann hätten wir 12. Da hätten wir genug Medipacks, um noch eins auf Vorrat herzustellen. So, da hinten hin müssen wir wieder. Wie tief es hier runter geht. Achso, ich dachte, da kommt gerade wieder so ein Vieh an. So. Wir versuchen mal hier zurückzukommen. Nebenbei können wir noch ein bisschen Quarz mitnehmen. Und... ja. Gut. Oh, ist das spannend gewesen. Können wir noch mal ein bisschen was zu essen mitnehmen. Ich glaube, wir brauchen noch mal ein Essen. Na, wo ist er denn? Da. So, das müsste dann reichen. Jawohl. So, dann legt mal das Messer aus der Hand und dann schwimmen wir mal zurück zur Morinautica. Wir können ja hier eigentlich, weil ich das hier gerade unten liegen sehe, wir können ja noch mal ein bisschen Schrott mitnehmen. Da können wir vielleicht noch einen zweiten Schrank herstellen.
Inventar ist voll. Okay. So, da haben wir aber eine gewisse Ausbeute doch geschafft. Also es geht ja. Und da... Nicht wegschwimmen, nicht wegschwimmen. Warte, 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 warte. Ja. Ja, komm, komm. Er will nicht. Achso, Inventar ist voll. Ja gut, sorry. So, wo ist denn unser Schiff? Da sieht man es schon langsam auftauchen. Ich glaube, also im Schiff fühle ich mich fast noch, ja, am sichersten. Da ist uns noch nie was Schlimmes passiert. So. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal ein bisschen Titan draus. Genauso wie... ja gut, wir bleiben erstmal beim Titan hier. Jetzt mal erstmal alles umwandeln. So, das hätten wir. Wir brauchen Glas, wenn wir einen neuen Schrank haben wollen. Ich glaube, einmal Glas reicht, oder? Oder waren es zweimal Glas? Auf jeden Fall brauchen wir auch Medikits. Da. Hätten wir eins und noch ein zweites. Jawohl. So, das werfen wir uns aber gleich hinter die Kiemen. Das hätten wir schon. Wunderbar. Dann können wir den Bauer vielleicht in die Hand nehmen. Haben wir den dabei? Ja, ich glaube auf der 4 oder so. Genau. Und dann lass noch mal gucken. Hier, Schrank. Genau, einmal Glas brauchen wir dafür. Guck mal, da stellen wir hier vielleicht noch einen zweiten. Oder kriegen wir das so hin, dass wir dann vielleicht insgesamt 3 Schränke hinbekommen? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube, das kriegen wir hier nicht hin. Man könnte höchstens einen anderen Versuch noch mal umzustellen. Ich will es möglichst nah an der Wand haben. Na. Jetzt. Okay. So nehmen wir es. Genau. Da hätten wir den zweiten Schrank. Und können dann hier noch mehr Sachen bunkern. Wir müssten das vielleicht auch mal ein bisschen sortieren. Guck mal, das Titan machen wir mal alles hier rein. Das Quarz vielleicht auch. Jawohl. Und hier haben wir auch nochmal... Achso, hier haben wir auch so viel Quarz auch schon. Na gut, dann nehmen wir das auch nochmal rüber zum Titan. So. Gut, da hätten wir schon mal eine ungefähre Sortierung. Genau. So, wir wollten ursprünglich mal dort runter. Nein, leg das mal... Alter, was ist das? Also sehen tun wir hier nichts. Okay, da ist unsere Seemotte. Ich überlege ja fast, ob wir mit der Seemotte fahren sollen. Aber es bringt, glaube ich, auch nichts. Was passiert hier? Alter. Nee, ich glaube, das bringt auch nichts, mit der Seemotte dorthin zu fahren. Wir wollen ja eigentlich in die Höhle rein. So. Na denn. So, da ist unsere Morinautica. Die Höhle war, glaube ich, dort hinten irgendwo, oder? Oder täusche ich mich jetzt? Ne, hier ist was anderes. Was haben wir denn hier? Okay. Boah. Okay. Nicht gut. Wieso ist es jetzt auf einmal so dunkel? Okay, von hier kommen wir rein. Ich blicke hier nicht durch. Okay, da ist schon wieder einer. Können wir gegen den gar nichts machen? Können wir den nicht irgendwie zerschießen oder sowas? Kaputt machen oder so? Aber das ist auch, glaube ich, die falsche Höhle. Guck mal, den Schrott nehmen wir hier mit. Wo haben wir denn jetzt die Höhle versteckt? Aber da hinten ist unser Schiff. Haben wir das irgendwie umgedreht oder so? Dass es jetzt in eine andere Richtung schaut? Oder haben wir das fortbewegt? Ich weiß es nicht.
Ah, ich glaube, da ist die Höhle. Guck mal, ich glaube, da haben wir sie. Da ist der Stein, der noch davor liegt. Und dann tauchen... Boah, ich höre es doch schon wieder. Natürlich, der lebt schon wieder. Ey. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen heikel. Ich trau diesen Viechern nicht. Uah. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Alter, der hat uns wirklich noch erwischt. Und 74% nur noch vom Leben. So, können wir das irgendwie kaputt machen, dass das nicht wiederkommt? Tatsache. Ich glaube, jetzt haben wir es kaputt gemacht. Ich glaube, darüber können wir das Problem lösen. Natürlich, ja. Ich glaube, da geht es aber auch nur wieder raus, oder? Ich würde da gerne einmal da durchschwimmen. Komm. Geronimo! Okay, wir sind gestorben. Wir haben Gegenstände verloren. Okay, das haben wir alles. Das haben wir noch alles. Okay, ich glaube, wir haben nur den Schrott verloren oder so. Da ist unser Schiff. Komm, jetzt ist es eh egal. Bist du schon kaputt? Jawohl. Guck mal, was ich da mit dir mache. Nein! Da ist unser Messer kaputt gegangen. Wo kommen wir denn hier hin? Oh, nein, 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 nein. Nein, hier will ich auch nicht sein. Nein. Mensch, die sind ja überall hier. Ich glaube, hier sollen wir nicht sein. Das war der männlichste Schrei überhaupt. Alter, hab ich mich verjagt. Aber ich glaube, das ist jetzt leer. So, lass mal das kaputt machen. Boah! Alter Schwede. Ich kleiner Schisser. So. Ich glaube, wir machen uns zurück zur Moral Nautica. Ja, unser Messer haben wir verloren. Das Gute, womit wir immer, ja, was zu essen uns holen konnten. Wir können es nur noch mit dem Messer die töten und dann nochmal direkt grillen. Wenn er denn will. Was er scheinbar nicht will. Na, Alter, wir müssen den doch mal treffen. Ja, super, jetzt fliegt er bis sonst wo. Komm, wir sind schneller. Jawohl. Den hätten wir schon mal. Den werden wir uns gleich noch als Abendbrot gönnen. So, aber dazu müssen wir erstmal zurück. Und dann hier in den Fabrikator legen. Jawohl. Gut, das hätten wir. Und dann bitte nochmal guten Appetit. Da haben wir ein bisschen, ja, die Nahrungsvorräte etwas aufgestockt. Ja, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen bei euch. Hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, trotz meines Schreis. Und ja, vielleicht mögt ihr, oder vielleicht schaltet ihr morgen wieder mit ein. Ich würde mich freuen, ich wäre dabei. Bis dahin, macht's gut und bis morgen wieder. Ciao, ciao.